Ich versuchte, mich mit meinen verschwitzten Händen so gut wie möglich an der Stange festzuhalten, bis sie abrutschten. Meine Füße waren nun das Einzige, was mich davor bewahrte, in die von Piranhas verseuchten Gewässer zu stürzen. Ich hörte ein Klicken und ehe ich mich versah, flogen Pfeile auf mein Gesicht. Einer streifte mein Ohr, aber ich schaffte es irgendwie, mich in Sicherheit zu bringen. Wer hatte eigentlich die Idee, Trainingskurse so realistisch zu gestalten? Vergiss nicht, zu liken und zu abonnieren, damit du keine dieser verrückten Geschichten verpasst. Ich zog meine Uniform an und ging nach unten zum Frühstück. Der Tisch war überfüllt mit meinen Brüdern, die sich die Bäuche vollschlugen und sabberten wie Bulldoggen. Was isst du denn da? Du weißt doch, dass das Zeug für Männer ist, sagte mein Bruder Jackson, als ich mir ein paar Proteinriegel schnappte. Ich gehe in dieselben Kurse wie du und ich muss Muskeln aufbauen, antwortete ich und warf ihm einen Donut ins Gesicht. Die anderen Brüder schnappten sich alle Donuts und wollten sie nach mir werfen, aber ich duckte mich. Ich hörte ihr Stöhnen, als sie die Donuts an der Wand aufschlugen sahen und ich kicherte. Entweder ihr Jungs macht die Wand sauber oder ich zwinge euch, die Wand sauber zu machen, brüllte meine Mutter sie an. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange, als ich mich zum Weg zur Schule machte und warf mir die Tasche mit den Dolchen zu, die ich fast vergessen hatte. Ich parkte mein Motorrad an einem üblichen Platz und ging hinein, wie immer mit einer Unmenge an Taschen. Die Mädchen meines Jahrgangs schienen alle vorgehabt zu haben, mich absichtlich zu umschwärmen, denn ich hörte kleine Aufschreie und verärgerte Rufe, dass sie mich mit meinen Taschen anrempelten, während sie einen halben Korridor lang Platz hatten, um zu gehen. Aber eine Assassinenakademie ist nicht der Ort zum Feinde machen. Wir können dir was Leckeres zaubern, wenn du dich heute im Unterricht zu sehr verletzt hast, Lana, scherzte eins der Mädchen. Danach gingen sie alle in das Giftlabor. Ja, ich muss mein ganzes Essen und Trinken von zu Hause in versiegelten Behältern mitbringen. Ich saß wie immer mit strahlenden Augen und buschigem Pferdeschwanz im Konferenzraum. Mein Gruppenleiter kam mit einer Liste von Aufträgen herein und ich drückte mir unterm Tisch die Daumen. Einige der Jungs um mich herum lasen bereits die Informationen über den Kunden und das Ziel, als sie alle überrascht aufschauten, als der Teamleiter meinen Namen vorlas. Ich habe einen Kunden? Fragte ich verblüfft. Ich war nicht die Einzige, die verblüfft war. Auch um mich herum konnte es niemand glauben. Sie wurden sogar ausdrücklich drum gebeten, sagte der Teamleiter. Was? Schrien meine Mitschüler. Sie ist die Schlimmste in der Klasse, rief einer. Ich konnte sie aber kaum hören. Endlich! Ich hatte meine Chance, mich zu beweisen. Der Kunde bat mich, in einer Bar auf dem Dach zu warten. Ich musste das Kichern unterdrücken, das ich aufkommen spürte. Ich lief ganz cool herum und dachte, ich sehe aus wie James Bond. Ich sah meinen Kunden in der Bar und setzte mich neben ihn, wie es mir aufgetragen wurde. Tut mir leid, Junge, ich bin heute nicht zum Spaß hier, sagte er und wies mich ab. Ich bin auch aus geschäftlichen Gründen hier, Mr. Clark. Ihr Geschäft, stellte ich dar. Und dann drehte er sich ganz zu mir um. Er fragte mich, ob ich Agent Lawson sei und brach in Gelächter aus, als ich dies bestätigte. Meine Wangen wurden glühend heiß. Ich dachte, sie wären einer der Jungs ihres Vaters. Ich will nicht, dass irgendein Mädchen mein Ziel ausschaltet. Das können sie nicht, sagte er. Dann stand er auf und ging ohne ein weiteres Wort zum Telefon. Ich weiß nicht, wie ich dem Drang widerstehen konnte, eine Flasche nach ihm zu werfen. Als ich zur Akademie zurückkam, war mein Bruder Rick bereits auf dem Weg zu seinem Kunden, mit seinem charakteristischen Baseballschläger über der Schulter. Nichts für ungut, Kleine, sagte er, als er mir vorbeiging und mein Haar zerzauste. Nach ihm hatte ich zwar einen Dolch geworfen, aber keine Sorge, die Scheide war noch dran. Ich hatte die Nase voll von diesem Ort. Die Mädchen mochten mich nicht, weil ich die Kampf- und Waffenkurse belegte, die für sie zu blutig und barbarisch waren, während ich Gifte und Fallen belegte. Die Jungs mochten mich nicht, weil ich ein Mädchen war und sie trotzdem im Unterricht übertraf, obwohl sie das nie zugeben würden. Meine Brüder machten sich immer über mich lustig, weil sie als Söhne meines Assassinenvaters bekannt waren und selbst gute Assassins waren, während ich der Neuling war. All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich in der Turnhalle eine Trainingsgruppe verprügelte. Ich wollte gerade zu den Messern greifen, als ich hörte, wie sich die Türen öffneten. Ich sollte dort nicht allein sein, also versteckte ich mich hinter einigen Geräten. Ich erwartete, lautes männliches Gelächter zu hören, aber stattdessen hörte ich eine Frauenstimme flüstern. Es war eine große Gruppe von Frauen. Frauen, die ich in der Akademie gesehen hatte, aber es waren keine Attentäterinnen. Sie waren Lehrerinnen, Sekretärinnen und Köchinnen. Und sie wurden angeführt von meiner Mutter? Meine Füße klebten am Boden, als ich beobachtete, wie diese Frauen alle möglichen Waffen in die Hand nahmen und sie mit so viel Geschick wie Profis benutzten. Verdammt, meine Mutter war besser mit dem Flammenwerfer als mein Vater.
Meine Verwirrung erreichte ihren Höhepunkt. Ich trat aus dem Schatten und marschierte direkt zu meiner Mutter. Ich war mir nicht sicher, was ich fühlte. Stolz? Freude? Verrat? Weil sie diese knallharte Gruppe weiblicher Attentäter anführte und sie das taten, was ich tun wollte und meine eigene Mutter mir nichts gesagt hatte? Es war hauptsächlich das Letzte. »Mom, was machst du denn hier?«, fragte ich. Ihr Gesicht verblasste, bevor sie mich zur Seite nahm. »Ich hätte es dir schon früher sagen sollen, Baby«, sagte sie. »Ich bin nicht nur eine Köchin, sondern nebenbei auch eine Killerin«, erklärte sie. Sie erzählte mir, dass sie nur deshalb Köchin wurde, weil sie Messer so sehr liebte, dass sie und mein Vater bei der Geburt meines ältesten Bruders beschlossen hatten, dass sie nicht beide Auftragsmörder werden sollten. Aber jetzt, wo ihr Kinder groß seid, möchte ich wieder arbeiten, obwohl dein Vater sagt, es sei zu gefährlich«, erklärte meine Mutter. Sie stellte mich dem Rest der Gruppe vor. Es waren alles Frauen, die aus dem einen oder anderen Grund nicht als Attentäterinnen zugelassen werden konnten. Also gründeten sie eine kleine Organisation. Sie verdienten Geld, indem sie die Akten der Akademie nahmen und Ziele ausschalteten, dann mit Beweisen zum Auftraggeber gingen und das Geld kassierten. Ich hatte das Gerücht gehört, dass jemand bei den Fällen mitmachte, aber ich dachte, das wäre alles. Ich verbrachte den Abend damit, mit all den Damen zu trainieren. Sie waren alle von meinen Fähigkeiten beeindruckt und machten meiner Mutter Komplimente. Dann setzten sie sich zusammen und flüsterten ihr etwas zu. Meine Mutter lächelte von Ohr zu Ohr. »Lana, willst du unserer Organisation beitreten?«, fragte sie mich. Ich brach mir fast das Genick, weil ich so heftig nickte. Gott, war ich aufgeregt. Meine Mutter sagte, sie habe einen Kunden, der sie persönlich kontaktiert habe, und wir hätten an diesem Wochenende einen großen Auftrag. Ich lief so selbstgefällig und glücklich herum. Bis das Wochenende kam und meine Brüder Angst hatten, dass ich etwas mit ihrem Essen angestellt hatte, wenn wir aßen. »Mama, es ist ein bisschen eng hier«, sagte ich in meiner kleinen Ecke des Dixie-Klos. Das Wochenende war endlich da und wir mussten in ein paar Minuten zu unserer Mission. »Gib mir eine Sekunde«, sagte sie und trug den Lippenstift auf, während sie in einen kleinen Kompaktspiegel schaute. Ich beschwerte mich, dass die Kleider aus der Femme-Fatale-Abteilung der Akademie so unbequem waren. »Aber ich liebe diese Schuhe«, sagte ich, woraufhin meine Mutter mich ermahnte, sie nicht zu aktivieren, wenn ich sie nicht wirklich brauchte. Ich war erstaunt, dass wir die Treppen des luxuriösesten Museums der Stadt hinaufgingen. Der rote Teppich war voller Berühmtheiten und Politiker. Mein erster Auftrag, und das bei einer Gala. Meine Mutter und ich bedeckten unsere Gesichter mit Fächern und liefen so schnell wie möglich durch den Eingang, um den Kameras zu entgehen. In der prächtigen Halle wurden wir von einigen Damen der Organisation zu unseren Plätzen geführt. Sie waren alle in verschiedenen Verkleidungen hier. Unter dem Teller meiner Mutter befand sich ein schwarzer Umhang. Sie öffnete ihn, während ich die Augen offen hielt. Es waren die Details über unsere Zielperson. »Wer ist das, Mama?«, fragte ich unschuldig. Meine Mutter sah mich mit großen Augen und einem blassen Gesicht an. Ich machte mir Sorgen, als ich sie sah. Und dann sah ich den Namen. Es war der Dekan der Assassinenakademie. Ich begann zu sagen, »Mama, wir können doch nicht«, als sie mich unterbrach und sagte, »Wir müssen es tun. Es geht um den Job.« Wir sahen uns nach dem Dekan um. Er saß an einem großen Tisch, umgeben von Lokalpolitikern und der letzten Person, die ich dort sehen wollte. »Meinem Vater!« Und ich konnte sehen, wie sich in ihrem Kopf die Zahnräder drehten. Und ganz schnell zog sie mich zur Seite. »Ich kann ihn ablenken, aber du musst den Job zu Ende bringen«, flüsterte sie. Ich merkte, dass sie sich Sorgen um mich machte, aber das tat ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zielperson so ein hohes Tier sein würde oder dass ich das alleine machen müsste. »Ich glaube an dich«, sagte meine Mutter und strich mir über die Wange, bevor sie zu meinem Vater und den Dekan hinüberging und sie mit einem breiten Lächeln begrüßte. In der Zwischenzeit musste ich mir vor lauter Angst und meinem Magen fast übergeben. Ich beobachtete den Kahn den ganzen Abend. Es gab viele Gelegenheiten, aber ich erfuhr, dass er ein Zimmer im Hotel nebenan reserviert hatte, um nach dem Abendessen ein Nickerchen zu machen. Typisch reicher alter Mann. Meine Mutter und mein Vater tanzten. Als ich ihr mit einem dezenten Nicken sagte, ich bin dabei. Sie lächelte mich an und dann wirbelte mein Vater sie weg und sie waren außer Sichtweite. Ich musste einen Weg ins Hotel finden, ohne gesehen zu werden. Ich bin mir sicher, dass sich ein gruseliges Lächeln auf meinem Gesicht bildete, als ich mich an die Schuhe erinnerte. Ich ging nach draußen und in die Gasse zwischen dem Museum und dem Hotel. Der Dekan war in der obersten Etage. Mit einem Klick meiner Absätze zogen sich die Stilettos in flache Schuhe zurück und die Sohlen wurden klebrig. Ich hob sie vom Boden auf und begann, an der Seite des Hotels hochzuklettern. Als ich auf der Etage des Dekans ankam, vergewisserte ich mich, dass niemand im Zimmer war, bevor ich das Fenster mit dem Ring öffnete. Ich konnte den Dekan telefonieren hören.
Plötzlich fühlte es sich zu real an. Ich fühlte mich ohnmächtig und wollte gerade wieder aus dem Fenster klettern, als mich eine Hand packte und ins Bad zog. Ich geriet in Panik, aber das Licht ging an und es war die Frau des Dekans? Du musst es durchziehen, sagte sie. Sie verriet, dass sie die Auftraggeberin war. Er ist korrupt, er nimmt gute Leute aus, wenn die Politiker es von ihm verlangen, erklärte sie. Ich konnte nicht verstehen, warum sie mit ihm zusammen war, wenn er so ein schrecklicher Mensch war. Glaubst du, er würde mich jemals mit jemand anders zusammen sein lassen? Sagte sie. Ihre tränenüberströmten Augen waren der Grund, warum es mir so vorkam. Ich klopfte mir an die Seite der Beine, um meine Waffe zu spüren, und verließ das Zimmer. Ich fand den Dekan in einem großen Ledersessel sitzend, eine Zigarre rauchend wie ein Schurke. Ich ließ ihn auch in dem Sessel sitzen, aber er rauchte nicht mehr. Ich hatte eine Menge gemischter Gefühle über das, was passiert war, aber die Verwirrung klärte sich, als ich ein paar Tage später wieder in die Schule ging. Die Akademie sah ganz anders aus. Es war viel dunkler, aber weniger kalt. Überall standen Bücher und Porträts und der Unterricht war lauter. Ich schätze, der Stil des ehemaligen Dekans war mit ihm ausgelöscht worden. Über die Gegensprechanlage hörte ich, dass ich im Büro des Dekans verlangt wurde. Da wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wer der neue Dekan war. Ich eilte dorthin und fand im Büro denselben großen Ledersessel vor. Ich konnte auch eine Hand sehen, die eine angezündete Zigarette hielt. Der Stuhl drehte sich und enthüllte die Frau des Dekans. Ich hätte nicht gedacht, dass er so nett sein würde, mir die Akademie zu überlassen, sagte sie suffisant. Die Dinge werden jetzt anders sein. Ich grinste sie an. Dieser Ort sollte sich verändern.